Guten Morgen, Trader! Herzlich willkommen zu einem Blick in Euro, US-Dollar, US-Dollar, Singapur-Dollar und Euro, Neuseeland-Dollar. Das und gerne auch, wie immer, die ein oder andere Frage live hier in der Besprechung zum Morgen. Zunächst erstmal, wie immer, der wichtige Risikohinweis: den Bittchen Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Kommen wir gleich weiter an dieser Stelle. Aber erst einmal guten Morgen hier auch an die Live-Zuschauer, die mich hier mit grüßen. Hallo, Detlef. Ja, schauen wir drauf. Was kommt heute in den Tagesnachrichten? Gestern hatten wir schon ein paar wichtige Nachrichten aus Deutschland. Da gab es den Ifo-Geschäftsklimaindex. Der ist ja niedriger ausgefallen als erwartet und notiert auf einem ja sehr sehr tiefen Stand. Heute Morgen haben wir um 8 Uhr, wir sehen es hier, das Bruttoinlandsprodukt bekommen. An dieser Stelle, wir sehen auch hier rückgängige Zahlen. Wir hören in den Medien auch immer mal wieder das Thema Rezessionsangst. Und ja, was soll ich sagen? In der Vergangenheit ist es sehr, sehr oft so gewesen, wenn das Thema Rezession immer wieder in den Mund genommen wird, dann ist sie auch gekommen. Warum? Ganz klar, man bereitet sich vor und wenn man sich auf die Rezession vorbereitet, dann ist es sehr, sehr oft so, dass die rezessive Phase auch mitkommt. Das Ganze hängt und steht alles ein bisschen mit dem Thema oder fällt und steht alles ein bisschen mit dem Thema Handels. Streitigkeiten mit den USA. Da stehen ja immer noch Importzölle äh, auf die PKWs beispielsweise ähm, auf der Agenda. Also es bleibt extrem nervös der Markt. Rezession kommt immer wieder. Die Zahlen, die wir hier von der Wirtschaftsseite sehen in Deutschland, die spiegeln auch immer wieder ein Bild, dass wir hier aktuell ja nicht so die bullische Marktphase haben. Von der Seite her ist es auch das, was wir in den großen Indizes hier auch mit sehen. Gehen wir weiter hier im Text. Wir bekommen heute mit Blick auf die Briten die Hypothebengenehmigung und es spricht ein MPC-Mitglied hier um 14 Uhr ersteres dann um 10.30 Uhr. Heute bekommen wir dann auch noch eine Rede um 14 Uhr vom EZB-Vizepräsidenten. Das ist auch mal sehr, sehr interessant, was hier gesagt wird. Wir haben ja schon die Aussicht bekommen, dass die EZB weiter locker mit der Geldpolitik umgehen möchte, um die Wirtschaft in Europa zu stützen. Notwendig ist es, die Wirtschaft zu stützen. Das hört man aus allen oder von allen Seiten. Mal schauen was hier an dieser Stelle auch kommt am Nachmittag aus den USA dann noch das Conference Board Verbrauchervertrauen für den Monat August und am späten Abend lugen wir schon mal so ein bisschen rüber Richtung Öl hier an dieser Stelle der API Rohöl Lagerbestand das für die aktuellen Nachrichten. Und damit gehen wir gleich mal rein und rüber in die entsprechenden Charts. Wir starten an dieser Stelle mit dem Euro-Neuseeland-Dollar. Hier im Tageschart, wir sehen es oben mal wieder angestoßen. Hier an dieser Stelle. Da haben wir schon mal einen Bereich gehabt. Die 175 880 hier. Diese Ecke, die war hier oben mal in Spike-Bereich. Hier drüben sind wir rangelaufen, dann direkt wieder runter. Hier sind wir gestern auch wieder reingelaufen, wieder runter. Was kann jetzt daraus werden? Das ist etwas, die Frage, kann uns der Chart in der Zukunft beantworten? Aktuell müssen wir natürlich die Szenarien bauen. Wir haben hier oben das Abreißszenario gehabt, das ist ganz klar. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die, wir sind hier doch aber eher in einer Aufwärtstendenz. Das heißt, was hier passiert ist, war ja der Abprall nach unten. Danach liefen wir wieder nach oben und wir sehen es auch hier. Der Spike hier war etwas niedriger als hier. Das Hoch hier haben wir gestern, nein, doch gestern bei 1,75921 gehabt. Danach kam der Ruck nach unten. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist folgendes. Wie geht's weiter? Das heißt, entweder wir bekommen gleich wieder direkt den Anstieg Richtung der steigenden Kurse nach oben. Das wäre eher das bullische Bild. Das heißt, wenn wir hier in der Stunde beispielsweise schön den Aufwärtstrend sehen, der sich nach oben fortsetzen kann, dann haben wir tatsächlich auch die Chance, wieder in Richtung oder an diesem Widerstand ranzulaufen. Beziehungsweise mittelfristig gesehen, wenn es nach oben laufen sollte, also über diese Marke draufgehen, dann zeigt uns der Chart. Hier ist nicht wirklich viel, wo Anhaltspunkte sind. Das heißt, dann ist der Weg Richtung der Marke von 179 definitiv auch offen. Nur da sind wir noch nicht. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir auch. Der große Abverkaufsdruck von gestern war ja definitiv zu sehen. Definitiv hier an dieser Stelle an diesem Punkt mit eingestehen. Wir haben den Abverkauf gehabt und zwar ziemlich stark. Und das, was wir hier jetzt momentan sehen, könnte auch nur eine leichte Gegenbewegung sehen, die uns dann nach unten bringt. Und da zeigt uns der Chart auch schon mal eine Anlaufmarke, nämlich hier unten diesen leichten Supportbereich um die Marke von 1,72,024. Das wäre mal der erste. Test nach unten hin. Wir haben da noch einen weiteren Bereich, wo es eventuell anlaufen könnte, nämlich hier an dieser Stelle als dieser abwärtstrend, den wir hier haben, rausgenommen wurde. Das könnte ein Testbereich sein, aber bisher sind wir da noch längst nicht. Das heißt, ein bärisches Bild in meinen Augen zeichnet sich wirklich erst dann, wenn wir hier diesen Bereich mitbrechen, weil dann wäre dieses leicht trendige hier nach oben rausgenommen worden. Ansonsten, wenn der Support hält, haben wir auch Chancen nach oben zu laufen. Nur wir stehen jetzt hier an dieser Stelle, wo wir gutes Potenzial nach oben, genauso wie gutes Potenzial nach unten haben und wir blicken jetzt einmal in den Chart der Stunde hinein und das sehen wir nämlich, dass hier an dieser Stelle der Markt schon schön nach oben weiterläuft und jetzt auch wieder nach oben tendiert und die Entscheidung, in welche Richtung wir jetzt hier gehen, die wird der Markt tatsächlich fallen, je nachdem, wie sie es auch traden wollen im kleinsten Bereich hier, wenn ich das mal noch etwas größer mache, haben wir halt Erst einmal jetzt aktuell was Trendiges hier nach unten gehabt. Ich zeichne mal hier das Ganze ein, also im untergeordneten Verlauf. Deswegen ist das Ganze hier an dieser Stelle jetzt mal in Magenta eingefärbt. Haben wir hier diesen Schwung nach unten gehabt. Das hier ist der trendige Rutsch an dieser Stelle nach unten. Hier haben wir diesen kleinen Bereich hier unten gehabt. Jetzt sehen wir, an dieser Stelle ist der Markt nach oben geschoben, ja, hat hier so ein bisschen was auch rausgenommen. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Das heißt, wenn wir in die Situation kommen, dass wir direkt wieder runterlaufen, ja, dieses hier bekommen, haben wir die Abwärtstrendfortsetzung. Das wäre das eine. Macht der Markt allerdings etwas wie das, was ich gerade skizziere, nämlich bildet den Aufwärtstrend oder läuft einfach schnurstracks nach oben und nimmt diesen Bereich hier oben auch wieder raus aus dem Markt, dann haben wir schon die Tendenzen nach oben zu laufen. Das heißt, das, was wir dann an dieser Stelle sehen, wäre wieder eine Umkehr und dann läuft der Markt an dieser Stelle wieder in das, was wir vorher gesehen haben, nämlich hier im Tageschart und dann wird das doch opportun, dass wir hochlaufen. Das heißt, die Stunde gibt die Richtung vor, geht es dort weiter aufwärts trendig haben wir die Chance nach oben zu laufen, dreht der Markt allerdings rum, das heißt, dass wir hier nur eine Gegenbewegung zu diesem Schub nach unten hier sehen, ja. Dann ist es so, dann können wir uns nach unten orientieren. Und die Anlaufpunkte, da finden wir auch im Stundenchart, halt, wenn wir uns nach diesem Trend hier etwas orientieren, da finden wir schon den Anlaufpunkt, nämlich oder einige Anlaufpunkte auf der Unterseite, nämlich hier unten in diesem Bereich um die 173128, beziehungsweise wir können es ja noch ein bisschen weiter runterziehen. Hier in diesem Bereich haben wir Staubereiche, wo der Markt gehalten hat. Also irgendwo die Marke von 1,72,9 und dann natürlich hier unten sehen wir es auch noch hier, der initiale Startbereich, wo dann die Aufwärtsdynamik hier losgelaufen ist, irgendwo um die Marke von 1,72,4. Das sind die Dinge, die wir im Stundenchart auf der Unterseite sehen und das wird uns dann entsprechend der Markt auch verraten. Das also zum Euro-Neuseeland-Dollar. Bleiben wir mal noch bei den etwas kleineren Währungen, bevor wir hier dann. Auf den Euro auch mit eingehen. Ich nehme hier mal kurz noch die runden Marken raus. Die brauchen wir hier in diesem Fall jetzt nicht. Das macht sich bei den Indizes immer relativ gut. Bei den Währungen brauchen wir das an dieser Stelle nicht. Was haben wir hier? Wir haben jetzt mal den Chart, den Wochenchart wohlgemerkt, vom US-Dollar, Singapur-Dollar. Warum habe ich den Wochenchart gewählt? Interessant sieht er aus. Deswegen habe ich ihn gewählt. Das heißt, an dieser Stelle einfach mal die Verortung mit reinnehmen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir hier gerade stehen, schaut euch das mal an. Wir haben hier im großen Bild, ich mache mal kurz den großen Chart hier rein, das allerdings dann gleich in Grün, weil es ist ja entsprechend auch der Aufwärtstrend, den wir hier haben. Das heißt an dieser Stelle erst einmal wohlgemerkt in der Woche ja das sind ganz ganz andere Zeiträume. Die Woche schwingt nach oben. Das sehen wir hier an dieser Stelle und zwar vernünftig. Das heißt wir haben hier in der Woche auch einen Aufwärtstrend im großen Bild. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, weshalb ich den Wochenchart gewählt habe, weil ich ihn interessant finde, ist folgender. Wir haben hier untergeordnet ebenfalls einen Aufwärtstrend laufen. Das heißt, hier sehen wir in der Woche schön zwei Trends ineinander laufen. Das haben wir das eine. So, das ist jetzt hier. Das heißt, die Woche läuft wirklich nach oben. Die Woche notiert momentan in einem Widerstandsbereich hier oben um die 1,39,100. Hier, das ist dieses Hoch. Das kommt aus diesem Schwung, den wir hier drüben nach unten hin hatten. Und jetzt. Ist es nämlich sehr, sehr interessant aus dem Gesichtspunkt, wenn der Markt es tatsächlich schafft, diese Marke hinter sich zu lassen, das heißt wirklich sich hier oben drüber zu stabilisieren, nicht nur hier verharrt und dann wieder nach unten wegdreht und das Ganze erstmal tief korrigiert, sondern wirklich schön direkt weiter nach oben läuft, dann haben wir relativ gute Karten hier erst einmal reinzulaufen in die Marke hier oben um die 141 oben rein, wo der Widerstand hier oben drin ist. Das ist dann sehr, sehr gut zu traden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit hier in dem Moment im Tag an. Das heißt, wir sehen, die Richtung ist von der Woche vorgegeben, die geht hier aktuell ganz klar nach oben und die Woche gibt die Rundrichtung vor und der Tag, der zeigt uns schön, was wir tun können, weil... Schauen wir es uns doch mal ganz kurz an. Was haben wir denn hier? Wir haben, schaut euch hier, wir haben den Aufwärtstrend auf Tagesbasis doch auch laufen. Ne? Ich zeichne den, ich skizziere den hier gleich einfach noch mal mit ein. Also das hier ist sozusagen der Tageschart und ganz klar, das was wir auf der Woche hier diesen Schub sehen, das ist die Bewegung des kleineren Trends in der Woche und das sehen wir natürlich sehr sehr schön durch den Trend des Tages hier. Das ist dann sozusagen der Bewegungstrend und der ist jetzt halt an seinem aktuellen Hoch auch verortet und interessant wird, wie es hier weitergeht. Das heißt, kriegen wir hier einen finalen Ausbruch. Nicht nur den kleinen Test hier oben dran, sondern wenn der Markt tatsächlich oben drüber schiebt, dann setzt sich erst einmal hier dieser Aufwärtstrend des Tages fort. Das heißt, der Bewegungstrend findet seine Fortsetzung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat halt der Wochentrend auch wirklich Potenzial zur Oberseite hin. Das heißt, wenn wir schön hier oben weiterlaufen, dann haben wir gute Karten hier, um die in die Marke von 1,48 bis 1,41 erst einmal hinein zu laufen. Und diejenigen, die immer mal schauen, okay, was haben wir denn hier auch an Potenzial mit da, wenn wir einfach mal schauen, was hier unten an Korrektur, Reingekommen ist, ne? wenn wir uns das Ganze mal kurz ausmessen, wir haben schon noch eine ganze Menge Luft nach oben hin. Hier, schauen wir mal, ziehen wir mal das nach unten rein hier, an diese Stelle, so ganz grob gerechnet. Und dann nehmen wir dieses Feld und setzen es mal oben drauf. Da sehen wir mal, was die Woche mittelfristig am Potenzial auch noch nach oben aufweist. Da ist schon einiges da, was wir zum Traden mit nutzen können. Und das sehen wir hier aktuell sehr, sehr schön durch die. Tagesbewegungen also durch den Trend des Tages auch vorgegeben wenn sich das Ganze nach oben fortsetzt, ist das doch eine feine Geschichte. Kommt es allerdings zum nachhaltigen Abprall nach unten, dann wird es natürlich Zeit, sich auf der Unterseite zu orientieren. Das heißt, da wird die Woche erst einmal korrigiert und dann sehen wir halt, wo es hingehen kann. Das heißt, auf Tagesbasis hätten wir dann tatsächlich unten erstmal die 138244, was dieses lokale Tief hier gewesen ist. Und dann sehen wir nach unten in ein relativ weites Feld auch mit offen. Wir haben hier ein paar Wochen Tiefs auch liegen um die 1.3805 und die 1.375 das sind Wochentiefs die ich hier eingezeichnet habe ansonsten auf Tagesbasis auf alle Fälle dann erst einmal nach unten wenn es wirklich in die tiefe Korrektur geht hier unten dieser Bereich knapp um die Marke von ich es mal kurz dran 1.36 etwas über 2 das zeigt uns der Singapur Dollar hier im Tageschart und damit gehen wir in das Währungspaar Euro, US-Dollar rein. Wohlgemerkt, auch wenn Fragen sind, bitte direkt auch in die Chats hinein. Das Ganze hier richten. Aus irgendwelchen Gründen sehe ich heute in Facebook keinen Chatverlauf. Das heißt, falls dort jemand Fragen stellen sollte, bitte ich zu entschuldigen, dass ich hier nicht darauf eingehe. Der ist bei mir hier irgendwie nicht eingeblendet. Gehen wir zurück zum Euro-US-Dollar, unserem Währungspaar hier, wo sehr, sehr viele Händler auch immer mit drauf schauen. Was haben wir übergeordnet, selbstredend hier die Situation? Ein Abwärtstrend ist vorhanden. Der Abwärtstrend hat am Freitag einen ganz schön starken Bounce nach oben gemacht, gestern dann das hochgefunden bei 111640 und hier gestern direkt der Schub nach unten. Das heißt, das zeigt uns an dieser Stelle auch wieder, dass der Weg des leichteren Widerstands häufig, wir sehen es in der Vergangenheit, leichter nach unten geführt hat. Und wenn wir dieses Szenario jetzt wieder sehen, bekommen wir hier die Bestätigung dieser starken Abwärtskerze von gestern. Das heißt Kurse unter dem Tagestief von gestern. Das hatten wir hier bei der Marke von 110943. Wenn es hier drunter geht, setzt sich das Ganze nach unten fort. Und was haben wir dann, wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, ganz recht? Wir haben den Stundentrend, der dann in Richtung des Tages läuft und dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt der ganzen Geschichte definitiv hier unten als Wert, die 110520 liegen. Das ist hier ein lokales Zwischentief. Das kommt aus dem Tageschart auch raus hier. Das ist das Low vom Freitag gewesen, beziehungsweise dann erst einmal hier unten die Marke von 110269 als Support. Da haben wir das Jahrestief auch. Und wir wissen ja, der Euro hat in letzter Zeit immer mal solche Marken angetestet und ist danach wieder ein ganzes Stückchen in die Gegenrichtung gelaufen, bevor er dann wieder nach unten gegangen ist. Das ist ein Szenario. Das können wir hier gut und gerne auch wieder erwarten, allerdings. Müssen wir davor jetzt noch keine Angst haben, weil wir stehen ja noch ein ganzes Stückchen davon weit weg. Kommt es doch gleich direkt zum Schub nach oben? Naja, dann müssen wir schauen, was passiert denn am Tageshoch von gestern? Wie schon gesagt, 1,11,6,40 wäre da die Marke. Springt der Markt oben drüber? Ungewöhnlich wäre es bei diesen starken Ausschlägen nicht. Also sowas kann man durchaus auch erwarten. Dann haben wir hier als nächstes Anlaufspunkt hier oben die Marke von 1,11,9 bzw. hier dann die 1,12,2. 285 offen ist da alles. Wir müssen einfach nur schauen was der Markt an dieser Stelle auch mitmacht. Das ist also hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant. Und was wir gestern auch wieder gesehen haben, ist, dass der schwache Euro, also wenn der Euro doch deutlich nach unten geht, dass wir dann im DAX einen Aufschub sehen. Wir haben ja den DAX auch mit auf der Ruhe gehabt. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, nach dem starken Rutsch vom Euro ist der Dollar, äh, beziehungsweise ist der DAX ganz schön stark nach oben auch gegangen. Und an dieser Stelle hier natürlich den Gegenschub gesehen. Jetzt auch hier im DAX interessant, was hier passiert, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir sehen ja hier noch meinen Marker, den ich hier reingesetzt habe, um die Marke von ca. 11.700 Punkte. Wenn wir uns das Ganze mal hier in der Stunde anschauen, das ist ein interessanter Bereich hier in diesem Abwärtstrend, den wir in der Stunde auch mit haben. Ich mache es mal ganz kurz etwas kleiner noch mit rein. Das heißt, hier oben, da kam der Ausbruch nach unten hin. Hier an dieser Stelle und da ist es jetzt echt interessant zu sehen, was passiert, was macht der Markt hier oben? Wir sind wirklich weit dran gelaufen und wenn wir da das Szenario bekommen, dass wir hier oben diesen Trend rausnehmen und trendig nach unten laufen, dann haben wir die Umkehr aus der tiefen Korrektur und dann können wir damit rechnen, dass wir weiter nach unten mitlaufen. Es ist weiterhin sehr sehr spannend. Wir haben eine hohe Volatilität und das Thema ja mit Herrn Trump und China ist immer wieder ein Thema. Das hat sehr, sehr hohe Marktbedeutung. Gestern haben wir ja gehört, Donald Trump hat getwittert, China möchte einen Deal, das hat er erst einmal gesagt. Hat er schon oft gesagt, in diese Richtung Dinge, was bei rauskommt, weiß man nicht. Wir haben es ja auch schon erlebt, dass China einen Deal wollte. Dann hat China was angeboten, was Herrn Trump nicht gefallen hat. Und schon war alles wieder vom Tisch. Also, wir bleiben hier mal vorsichtig, optimistisch. Wir sehen es ja, der Markt spielt sowas immer wieder sehr, sehr gerne, diese positiven Meldungen. Und wenn dann am Ende die Enttäuschung kommt, dann geht der Markt nach unten. Und das ist ja genau das, was wir für gutes Trading nutzen können. Das heißt, hier. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, geht es hier nach unten trendig, haben wir die Umkehr im DAX und dann können wir uns wieder auf die Unterseite konzentrieren. Noch ist es nicht so weit, aber die Chancen sind da. So, das an dieser Stelle. Also zu den heutigen Handelsideen. Wie ich schon gesagt, ich sehe im Facebook leider, leider keinen Chatverlauf an dieser Stelle. Danke für die Zeit und... Wir hören und lesen morgen wieder voneinander 8.30 Uhr mit den live tickenden Charts in ein paar Handelsideen und vorher natürlich den Blogauftrag auf der Seite von Tickme. Und noch ein ganz kleiner Hinweis an dieser Stelle schon vorab. Am Freitag habe ich wieder mal den Dirk Hilger hier zu Gast. Es gibt im Stereo Trader ein paar Neuerungen und die wird er uns an dieser Stelle auch mal direkt vorstellen, damit wir hier mit dem Tool weiter gut arbeiten können und genau wissen, was... Neues da ist. An dieser Stelle danke für die Zeit und bis morgen. Tschüss.